Hallo. So. Wie geht's? So, was ist das hier? Oh, das war vielleicht nicht schlecht. Hey, na, welches Game? Wir machen ein Metroidvania 2D-Plattformer, in dem man einen kleinen Planeten spielt, auf einer riesigen, großen, gigantischen Schnecke. Und da ist unser Kartlink. Und ich habe halt nicht so viel Zeit. Wir haben nachher noch ein Meeting um 16:30 Uhr. Deswegen nur ein bisschen Ahnung von Animationen. Müssen das alles ein bisschen überarbeiten. Timeline 1 und das Timeline 2, what the fuck? Das ist alles. Ich würde das gerne alles nochmal neu machen. Hey, na, Kater, wie geht's? Ey, sind das deine Animationen? Sind doch voll cool geworden. Liegt da eine Socke auf dem Kopf gesch... Hornibonk? Okay. Rudimentär wie möglich, ja, genau. Ein Workcycle ist schon recht... Also muss man, glaube ich, als... Ah, das können kann ich aber nicht. Ich bin heute ein bisschen müde. Wir hatten am Wochenende Besuch und wir sind wandern gegangen. War richtig cool, schön, richtig gutes Wetter. Am nächsten Tag habe ich dann, kann man bestimmt nicht sehen, habe ich dann einen Zeckenstich. Oh doch, das sieht man. Roter Punkt, ja. Ich fühle mich ein bisschen schlapp. Und eine Freundin hat uns besucht, und die hat heute gepostet, dass sie Corona hat. Keine Ahnung. Kann entweder durch einen Zeckenstich oder durch Corona erst kommen. Ich bin ein bisschen K.O. Ich wollte eigentlich am Wochenende nach Berlin fahren auf die Berlin Max. Kann sein, dass ich kurzfristig absagen muss. Muss ich mal gucken, wie das mit den Karten funktioniert. Ja, ich habe heute Sport gemacht und irgendwie gemerkt, so irgendwie fühle ich mich ein bisschen krank. Das ist eine Socke. Cool.
das irgendwie noch ändern. Das ist Edit Track, Animation Curve. Settings. Division Line. Jo, ich habe keine Ahnung. Das ist, glaube ich, Startframe fängt bei 1 an und Endframe bei 12. Das ist ja auch richtig. Division Line 6. Was passiert, wenn ich auf 60 mache? Passiert überhaupt irgendwas? Interessant. Aha. Machen wir das mal. Ui, jetzt geht's ab. Wo ist denn unser Hüpper? Geht's? Und wer Schleimmonster-Kult nach? Ein Diamant, ja, ich habe ein bisschen aufgeräumt. Muss ich wahrscheinlich alles noch anpassen. Ich habe jetzt endlich alle 5 Slots mit Künstlern vergeben. Ein paar Diamanten verteilt. Ich habe Wels und Okami und Delta jetzt zum ersten Mal Editor-Rechte gegeben. Ich habe vergessen, dass man das machen kann. Und ich kann jetzt ganz schön viel mit diesem Channel machen, glaube ich. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo die Grenzen sind. Ihr könnt auf jeden Fall die Titel ändern, Kategorie, die Tags bestimmt noch anordnen. Ihr könnt in die Rollenverteilung reinschnuppern, glaube ich, ne? Ich verlange einen extra Slot für den geilsten Fisch. Jo, nö. Oh, das sind jetzt 10 Frames auf 24. Ja, toll. Machen wir das mal aus. Sieht gar nicht scheiße aus. Ach so, das ist selbe Dokument behalten. So. So, brauche ich alles nicht. Oh, Fisch bin dabei. Weil es ist der Fisch hier. Neben Trophy, der manchmal auch vorbeiguckt. Was ich mache, den Sprung mal eben gerade erst angefangen. Ich versuche das gerade nicht 8 Frames zu machen, sondern vielleicht 24. Keine Ahnung. Ich muss noch ganz kurz in unseren Chatverlauf reingucken. Ich glaube, manche haben da irgendwas geschrieben. Ansonsten, Fall so habe ich eben gerade auch erzählt, da warst du noch gar nicht da. Ich habe einen Second Stich, also könnte sein, dass ich dadurch ein bisschen vielleicht ein Fieber kriege. So Grippe, ähnliche Symptome habe ich irgendwie gelesen. Ich hoffe, das wird nicht größer und ein bisschen juckt es.
Sonst muss ich nächste Woche hin zum Arzt nochmal. Also ich war heute beim Arzt und der ist die meinte auch so, nö, muss noch größer werden, dann kann ich erst Blut abnehmen oder so. Und Antibiotikum verschreiben und sowas. Was ich ehrlich gesagt schon ziemlich groß finde, das Ding, das ist ein, ja, großer, geschwollener Mückenstich, sieht das eher aus. Und eine Freundin, die wir am Wochenende, die uns besucht hat, hat heute einen Test gemacht und die hat Corona. Vielleicht fühle ich mich deswegen auch schlapp, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht's ab. wo sind die? So. Dann müssten wir wahrscheinlich. Dann machen wir das, genau, komm, wir machen gleich einfach direkt neue Datei, weil das muss angepasst werden. Der Charakter an sich. Oh Gott, wie mache ich das denn? Wie kann ich ein. Kann ich ein Quadrat machen, das genau dieses eine Größe hat, die ich gerne hätte. Ich schnall gerade gar nichts, was ist los? Ach da. Wie kann ich Newton Reflection Size, was ist das denn? Wow, was ist das? Wow, Animation? Nee, ich will das gar nicht, glaube ich. Ja gut, dann müssen wir das doch neu machen und dann muss ich das. Das 500, beides 200. Dann bitte einmal drehen. Echt, das muss so hoch sein. Ja, das macht Sinn. Nein, warte. Ich kann doch einfach. Wir haben Google Drive. Hat das einen Google Drive hochgeschrieben? Ja, hat er. Katzen stehen in der Nahrungskette oder da oben. Ja, hoffentlich keine Borreliose. Das ist so weird gewesen. Mein Freund hatte Borreliose. Und wir haben das erst erkannt, als wir irgendwie gemerkt haben, dass auf seinem Rücken so ein großer Kreis ist. Also wirklich so ein großer, oder ein bisschen kleiner, so ein leicht rötlicher Kreis ist. Und haben die ganze Zeit gefragt, was ist das? Und das hat er schon in 3, 4 Monaten oder sowas. Und dann ist er da, haben wir endlich mal gegoogelt, weil es auch irgendwie immer größer wurde. Ja, und dann war es Borreliose. Und dann hat er Antibiotikum bekommen. Und sein Cousin hat das dann auch bekommen vor ein paar Monaten. Muss auch Antibiotika nehmen und jetzt bin ich dran. Das ist jetzt der dritte Zeckenstich in meinem ganzen Leben. Ja, ich hoffe auch, dass es mal am Wochenende funktioniert. Und wenn, dass es einfach nicht zu kompliziert ist mit dem Ticket. Ich muss das. Ich habe, oh, ich hab Bahncard alles schon, also die Zugtickets alles schon. Alles schon bestellt, gekauft. Okay, das ist jetzt PNG. Einmal alles runter tun. Was ist in Animation drin? Go, Idle. Okay, das ist einfach nur. Ah, das sind einfach schon mal Ordnerstrukturen. Das ist gut. Mele, ja. Einmal schon mal angelegt. Ist das jetzt Downloads? Dann nehme ich das. Neuer Ordner. So. Unable to edit canvas because canvas contains data which cannot be used in this version. Okay. Da hat er noch nichts drin.
Jo, warum ist das alles rot? Dann machen wir das in diesen Ordner drin. Das ist mir auch absolut recht. Was ist das? Maße. Okay. Ich kann nichts davon bearbeiten. Wow, nicht. Jo, was ist das denn? Was ist das? Was ist das für ein Arsch? Okay. Ah, ich bin verwirrt, so. Wie? Kann ich das dann einfach kopieren? Kann ich das hier einfach einfügen? Kann ich nichts damit machen, warum nicht? Immunsystem wieder probe auf jeden Fall. Es juckt mich, wenn du davon erzählst. Ja, wenn man denkt, es gibt nichts Schlimmeres als Mücken, dann sind da noch Zecken. Ja. Arbeit hier. Du heißt wie ein Backfisch. Cool, okay. Ich muss mal ganz kurz gucken, warum geht das nicht? Es ist eine Clip Studio Paint Datei. Warum kann ich das nicht öffnen? Faszinierend. Oh, Mann. Na ja. Letztendlich besteht Spielerentwicklung daraus, irgendwie die richtige Datei wiederzufinden. Glaube, er hat Clip Studio Pro, deswegen kann ich nämlich diese obere, ich glaube, das gehört nämlich zu Clip Studio Pro. Und das kann ich nicht nutzen, weil ich diese Version nicht habe. Ich muss einmal ganz kurz schreiben. Unnötige E-Mails noch hinbei löschen. Hallo? Ich habe die Emotes von ihm gezeichnet. Ah, die nicht. Nee, die nicht. Okay, so. Jetzt muss ich jetzt mal durchgucken. Ansonsten mache ich das so. Mache ich das einfach so. 500. Das ist nervig. Ich brauche das eigentlich.
kann auch kein, kann nichts machen, nichts, absolut gar nichts. Gut, wo ist das? Schieben wir das hier rein? Oh, ich. Nicht dahin, so. Noch nicht. Wo sind wir da? So, das heißt, der Charakter muss größer sein als das hier. Nein. Oh nee, jetzt wird es wärmer, das verschoben mich nicht. Was heißt, wo ist der Ordner? Kann ich das alles? Kann ich bitte alle? Alle vergrößern? Nein. Ich muss das alles nochmal neu machen. Ich mache das alles nochmal neu. Nix, na, wie geht's? Schön, dass du vorbeischaust. Wo sind wir? Da. Kann ich wenigstens wissen, wie groß der Shit hier ist? Kann ich einfach ein bisschen angucken? Keine Ahnung. Gut. Achthundert. Dann machen wir das alles jetzt schön. Ich brauche das eigentlich. Ich brauche genau das Ding. Wenn wir so viel so ein Fall verbringen wollen. Mir geht's auch ganz in Ordnung. Zeckenstich und eventuell Verdacht, dass ich mich mit Corona angesteckt habe. Ansonsten ganz, ganz gut. Und müde. Ich bin müde. Und ich habe keinen Tee mehr.
Habt ihr denn am Wochenende gemacht? Habt ihr irgendwas Cooles gemacht? Mann, ich habe hier nichts zu trinken. Muss jetzt extra dafür aufstehen. So, wir nehmen nicht Idle, sondern. Wo ist das? Was ist das? Run. Run. Packen wir beides hier rein, machen wir einen neuen Ordner und zwar One. Machen wir noch einen neuen Ordner mit Jump. Du willst doch nur, dass ich jetzt wieder abhaue. Hast du so Bock auf meinen Stuhl? No. Auch verschoben. So. Kannst du mal aufhören, mich zu lesen wie ein Buch? Das ist gruselig. Wäre echt cool, wenn ich so ein. Kein Plüschsofa, aber irgendwie so ein Miniatursofa hätte. Und wenn ich weg bin, dann stelle ich einfach das. Mein Tisch näher, aber dann könnte ich es einfach da hinten hinstellen und dann seht ihr mich trotzdem, wisst ihr? Obwohl ich gar nicht im Raum bin. In einer anderen Form. Ich kann mich verwandeln. So. Juckt das Auge. Skills Magic auf jeden. Super, entwickelst du dich so? Mega super. Dann wärst du ein Glitzer-Sofa oder diese kleinen Lampen, wo man immer, die so weiß sind und dann drückt man so drauf oder so und dann können sie ihre Farbe sich verändern oder generell einfach an- und ausgehen. Aber irgendjemand konnte doch, wer war das? War das Dark Souls von Minasabi? Der konnte doch mit Holz arbeiten. Der konnte auch so Neonschilder machen. Das wäre, glaube ich, echt cool. Und einfach so ein rotes Neonschild in Form meines Sofas. Ich weiß leider immer noch nicht, was der Unterschied zwischen einem Sofa und einer Couch ist. Oder ein flauschiges Sofa zum Anhängen, also so ein für die Wand. Hört sich auch cool an. Ich alles einzeln einfügen. Yay, okay, scheiße. Nee, das einfach alles reinfügen. Nein, kann ich nicht. Ich muss alles wieder einzeln einfügen. Es gibt ja unterschiedliche irgendwie, ich glaube, irgendwie gab es da einen Unterschied, ja, aber ich habe es leider auch wieder vergessen.
Ja, ein shiny Megasuper erscheint in so hohem Gras. Super, was ist los, Super? Greif es mit Kunst an. Das ist sehr effektiv. Das hört sich cool an. Nee, das ist ein kleiner. Das sind zwei, ja, das sind zwei. Okay, das sollte auch zwei sein. Okay. Das können wir alles in eine Ebene reintun, dann sieht das nicht so weird aus. Ah, toll, dann muss ich das trotzdem alles nach hinten verschieben hier. Das einzelne Ding. Kann ich das hier eigentlich vergrößern? Aha, oha, haha. Okay, cool. So. Wenn da steht, kann er ruhig. Okay, Klammern, das kann es noch ein bisschen kleiner. Ein Frame sein. Sollte auch ein Frame sein. Das aus. Das sieht weird aus. Okay. Nee, das hatte ich ja eben gerade so. Nee, das dauert irgendwie auch zu kurz. So. Je länger man drauf guckt, desto weniger. Keine Ahnung, erkenne ich das. Ich wollte hier noch was ändern. Was ist denn hier los? Das ist Folder. Okay. Nehmen wir das mal Jump Out.
Nice. Das nehmen wir. Copy können wir mal rausstreichen. Sketch, so. Und wir nehmen das Ganze. Es muss größer. Ist das jetzt zu groß? Ja. Dann muss ich vielleicht einfach das Canvas bisschen größer machen. Wo ist denn das? Edit, da. Die Höhe machen wir ja mal 1200. Schieben wir einfach mal alles runter. So. So. Bestimmt. Kann gut möglich sein, dass es funktioniert. Wurde schon irgendwie drauf geantwortet? Nee. Muss weiterbauen und allen einen schönen Stream noch. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. Sehr lieb von dir. Genau, so. Ja, das muss ich jetzt auch wieder einfügen. Kann ich das nicht einfach so einfügen? Okay, nee. Gut. Kann ich nicht alle auf einmal machen? Nein. Dann machen wir das da rein. Oh, wir können das genau. Wir wissen ja jetzt, wo es ungefähr ist. Dann können wir es auch direkt dahin schieben. Sieht jetzt alles weird aus. So. Nummer 7. So, okay. Na, das stimmt was nicht. Den Ordner nennen wir auch mal anders. Version 1. Gut, dann passen wir mal einen Run-Cycle an. Ja, mal, das war der falsche. Wir haben den hier. Sieben, acht. Wie viele sind das? 8 durch 24 sind.
Animation ist schon was Cooles. Das sind eigentlich alles nur einzelne Bilder. Trotzdem Render. Das ist Version 1, was wir hier gerade bearbeiten. So. Wann aufrecht oder aufrechter geht. Die andere Version wäre Run dynamisch. Das war die zweite Version. Run dynamisch. So. Gott, ey, dass ich alles nochmal einzeln einfügen muss, unglaublich. Ich glaube mir aber lieber irgendwie die ganze Datei nochmal neu zu machen, als in der alten jetzt irgendwie rumzufummeln. Ach Mist, ich bin jetzt auf 23 und nicht auf 24. Muss ich das da unten auch alles machen? Dann muss ich das auch alles hier nach hinten schieben, so. So, okay. Wow, wie sieht das aus, wenn Ticken weiter in der Luft hängen bleibt? Ja, das sieht besser aus. Das ist ein heftiger Anzeigefehler gerade. Jetzt ist es besser, glaube ich. Okay. Gut, was machen wir jetzt? Nehmen wir nach oben. Das sieht jetzt weird aus. Interessant, warum sieht das so weird aus? Die Beine sind noch viel zu lang. So, dann kopieren wir jetzt noch Idle rüber. Da hatten wir. Was ist das hier eigentlich? Was ist das? Was ist das?
Aha, da ist es, okay. Das ist die Skizze, okay, glaube ich. Dann tun wir das alles mal. Nehmen wir das auch. Tun das hier rein. Aber nicht dahin. Oh Gott. Mal eine neue Gruppe. Idle. Noch eine Gruppe. Die heißt Version 1. Idle. Dann schieben wir das alles da rein. So. Ich mache das noch und dann hole ich mir was zu trinken und dann löse ich das von Fels ein, das Trinken. Oh, das ist falsch rum. Interessant. Okay, keine Ahnung. Das ist ein Run-Cycle. Warum ist das denn ein Run-Cycle? Wo ist das hier? Jesus. Das kommt dann in Run rein. Dann heißt das Runs. Was? Git. So. Oder Sketch. In diesem Folder ist gar nichts drin. Okay. Ist das das hier? Okay. Können wir den ganzen Folder irgendwie spiegeln? Cool. Ist einfach, wenn alle in dieselbe Richtung gucken. Da ist das. Das ist nochmal idle. Ein Sketch Nummer 2. Vielleicht kann ich das auch beides löschen. So. So, da fehlt irgendwie ein einer. Noch nicht auf meine Antwort Frage geantwortet. Schade.
Idle Version 1. Ja, dann versuche ich das einfach so rauszuzeichnen. Ja, mal gucken. Ich mache euch mal. Mache ich mal den Run-Cycle an und dann hole ich mir was zu trinken. Doc Flossun moin.
Hey, Tobina, vielen Dank für dein Abo, jeder Monat. Ich habe Wasser gekocht, ich habe mir Tee eingetan, aber ich habe noch kein Wasser reingetan. Ich komme nochmal gleich wieder. Meine Tasse habe ich auch da vergessen. Geiles Bild. Ist das von Melke? Nee. Melke sieht auch so aus, hey. Wie dein Meme. Okay. Dann aber halte ich erstmal das ab, was. Einmal trinken. Okay. Schon. Einmal trinken. Das du. Okay. Stress du selber, okay. Das sind am wichtigsten. Was kommt jetzt? Save it, okay. Ich hab gemacht. Vielleicht nicht, wenn man das am Laufen hat. Ah, okay. Wurde gespeichert. So. Und dann auch. Habe ich das jetzt schon mal. Keine Ahnung. Ich trinke ja nochmal. So, alles ab. Gut, dann machen wir was Einfaches. Wir fangen mit dem Idol an. Ich schiebe das irgendwie mal nach oben. So. Größer. Kann ich das irgendwie in einem anderen Fenster haben? Super, ich kann das in einem anderen Fenster haben. Okay. Wir müssen den nämlich ganz neu zeichnen. Nehmen wir den Shit hier. Warum kann ich nicht darauf zeichnen? Oh, Radiergummi hier, Radiergummi, okay. Oder wir nehmen den anderen. Warte. So. Die machen wir ein bisschen durchsichtig. Warum ist er nicht hier drin? Doch. Ist das denn hier? Oh, was passiert hier? Wie?
Ach, das ist hier unten. Ach so. Falsche Ebene. Ah, okay, hier müsste 2 hin. Keine Ahnung, hier müsste 4 hin. Warum habe ich 1? Nee, das ist nicht die 2, das ist die Nummer 1. Wo ist denn, was ist denn 1a? Was ist 2a? Das ist jetzt. Okay. Mal wieder weg. Sieht schon irgendwie niedlich aus, wie er mit den Äuglein blinkt. Okay, gut. Dass man es kaum sieht. So, jetzt wollen wir das nehmen. Das bitte auf 100%. Danke. Dann nehmen wir das hier. Okay. Ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwie richtig. Ja, okay, cool. Dann nehmen wir das. Die Füßlis müssen irgendwie. Wo ist denn hier der hier? Oh Gott. Haben wir noch durchsichtiger? Okay. Ich hier nicht beklopft werde. So. Okay. Einmal die. Hey, Tintending, na, wie geht's? Schön, dass du vorbeischaust. Soweit, so fein. Bist auch mir in Respekt so viel. Fummelarbeit, ja. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung damit, deswegen ist es halt ein bisschen schwierig. Aber kriegen wir hin. Ich meine, wir haben hier jetzt zum Laufen, zum Springen und Idle Animation hingekriegt. Dann kriegen wir den Rest auch noch hin. Kommst du von Sascha? Nee, ne? Ich habe. Irgendwo habe ich deinen Namen schon mal gehört oder gelesen, besser gesagt. Frage mich gerade, woher. Oder von. Eher aus dem Artbereich. Nick kenne ich auch nicht, nee. Von Spieleentwicklung von Most Wanted als Sanja oder so? Oder von Rinai? Die Eistüte kenne ich auch nicht. Nee. Eistüte. Rinai, von Silvio?
Ja, von Rhein-Main. Okay, cool. Ja, die ist cool. Der bin ich auch gerne im Stream. Im Chat. Oh, Mann. Bin hier ein bisschen am struggeln, weil ich habe eigentlich eine Datei bekommen von Teammate, aber ich kann auf die nicht zugreifen, weil ich habe die Befürchtung, ihr nutzt Clipstory Pro und da ist etwas drin, was meine normale Version. Ich benutze Clipstory Pro, er benutzt Clipstudio X. Jetzt lese ich das. Irgend so ein Tool von Clipstudio X und ich kann das mit Pro nicht öffnen. Einfach hier, naja, angenehm da rumzulungern, ja, finde ich auch. Auch auf der Festplatte, oh, das wäre Träumchen. Ich kann ihn natürlich jetzt gerade nicht erreichen. Es muss eigentlich echt. Es muss nur diese eine Datei weg. Das Ding hier. Diese Ebene muss raus. Kann ich es löschen? Nee. Oh Mann, ist das dein Ernst? Mit 104 Leuten? Warum denn? Moin, moin zusammen. Ich jetzt mit 104? Krass. Läuft. Was, Sascha, läuft. Bei mir läuft es auch. Sorry. Warte. Bei mir läuft es auch. Wie war Rennen? Hey Tesle, Tamo, MD Creative Gaming, Goshi. Wie geht's? Darenta. Das springt doch. Ups. Müssen wir die Frames irgendwie nochmal anpassen? Ich wollte jetzt eine neue Idle Animation machen. Raider! Lief ein gut, Sascha hat zu viel Hunger, Autofahren, dann nichts gut. Brötchen sind gekauft. Ich hab, Mausi, ich hab vergessen, Leberwurst zu kaufen. Sorry. Jetzt kriege ich Ärger. Alle, da sind zwei Kürbiskernbrötchen und ein Weltmeisterbrötchen drin. Ja, man hat sich bestimmt schon auf die Leberwurst gefreut, sorry. Ich weiß, dass du dich schon drauf gefreut hast. Das habe ich erst zu Hause gemerkt. Sorry. Er isst Weltmeisterbrötchen immer, deswegen ist er ja so schnell. Weil er immer diese Weltmeisterbrötchen isst. Was zur Hölle passiert hier? Oh nein. Ich habe den Touch-Dingens von meinem Tablet angemacht. Wie habe ich das denn jetzt hingekriegt? Ich habe alle. Touch. Nee, bitte nicht. Danke.
Man soll auch irgendwie eine andere Haltung haben, von mir aus. Muss mal kurz jemanden auf Discord anschreiben, weil mir das schon wichtig ist. Dann könnte ich das, muss ich jetzt nicht rumraten. Suchen. Also, so, Tinti ist raus. Jetzt mit kurzen Haaren müssten natürlich auch alle Emotes angepasst werden. Von mir oder von ihm? Hat auch gar keine Emotes, die so mit langen Haaren. Nö, er hat nur sein Daumengesicht. Eiweißbrot von Aldi, also frisch gebackenes, das war auch echt super. Vor allem dieses ganze Brot von Netto und sowas, das ist mega günstig eigentlich. Da kriegst du so ein Brotlaib, ne, für 1,70 oder sowas, haust es in diesen Brotschneidemaschine und dann hast du ein ganzes Ding. Dann frierst du die Hälfte ein und dann die andere isst du halt direkt auf oder so. Ist besser als dieses abgepackte Brot zu haben, wo du dann 20 Scheiben hast und kostet auch 1,70 oder 80. Und verschimmelt direkt irgendwie. Oh, danke schön, Stördienst, danke. mein Augenblick, so, wo ist die Datei? Erste Ebene. Ebene. Aus. Da ist nicht viel drin. Tintending, da ist wirklich, sind nur ein paar Ebenen drin. Weiß gar nicht, was ist das hier schon wieder? Das Kopf. Okay, cool, ja. Und das weirde Ding hier, das muss weg. Oh, danke schön, Schön. Jetzt wird die verloren. Ich gehe immer zum Bäcker, aber es ist auch teuer. Was für ein Bäcker? Ist es halt so eine Kette? Oder ist das schon ein Traditionsbäcker in deinem Dorf? Dorf, Stadt, sorry, keine Ahnung, ob im Dorf oder in der Stadt. Ja, ich warte mal kurz. Dorfwood? Ich habe keine Ahnung, wo du wohnst. Sorry, ich habe einfach einen Bäcker mit Dorf verbunden. Ja, danke schön, danke, danke, danke. Cool. Okay. Kann ich nämlich das rausnehmen? Hier reinhauen. Das habe ich jetzt verschoben. Und dann habe ich mir schon Mühe gemacht. Oh, okay, cool. Komplett durcheinander, so das mache ich aus. Das brauche ich nicht. Ja, jetzt kann ich arbeiten. Okay, cool. Danke, danke. Oh, super. Ja, siehst du, dann habe ich hier das hier falsch gemacht. Ärmchen sind auch zu kurz. Der Kopf ist auch zu. Ja, aber die Augen ein bisschen höher.
Meine könnten aber sehen aber auch ziemlich lang aus. So. Aha, das ist auch falsch. Dann passe ich die Linien mal an. Die Unterlinie brauche ich eigentlich gar nicht. Kann ich die hier wegmachen? Ich wäre jetzt künstlerisch begabt und könnte auch noch programmieren. Dann bräuchte ich niemanden mehr. Dann kann ich nur meine eigenen Spiele machen. Ich ganz allein.